So, wann ist für dich der Moment gekommen, nachdem du dir deine eigene Print-on-Demand-Brand aufgebaut hast, wo du aber wirklich auch den Schritt in die Selbstständigkeit wagen kannst? Genau darum soll es heute in diesem Video gehen und ich will dir vor allem erklären, welche Zeiten, welche Kontrollzeiten du praktisch einhalten sollst, damit du wirklich komplette Sicherheit hast. Weil, wie es bei mir damals auch war, ich war damals 2017 selbst angestellt und ich habe im Endeffekt erst dann meinen Angestelltenjob verlassen, als ich wusste, die Brands, alles, was ich aufgebaut habe, ist mittlerweile so groß und bringt mir so ein hohes Einkommen, dass ich weiß, ganz egal was passiert, ich habe nichts mehr zu befürchten, weil du machst den Schritt, und das ist ja auch ganz natürlich und ganz verständlich, nicht aus dem Angestelltenverhältnis raus, wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst, wie viele China-Dropshipper da draußen, weil sie ganz genau wissen, scheiße, ich verkaufe hier irgendwelche Trendprodukte, wie es das Wort Trend ja auch schon sagt, dieser Trend ist bald vorbei, dann kann ich wieder von vorne anfangen. Dazu habe ich zig Kundenbeschwerden. Teilweise ist das Facebook-Business-Konto gesperrt. Du kannst keine Werbeanzeigen mehr schalten. Du weißt wieder nicht, was du verkaufen sollst und so weiter. Ja, deswegen hast du auch kaum jemanden, so gut wie niemanden, wenn nicht sogar überhaupt jemanden, der mit China Dropshipping eben erfolgreich wird, geschweige denn selbstständig. Und hier noch zwei Disclaimer, bevor wir gleich in das Thema tief reingehen, weil ich werde dir die Zeiten mitgeben, die du einhalten musst. Und wenn du die dann aber geschafft hast, dann kannst du in die Selbstständigkeit reingehen. Punkt 1 ist, wenn du eigentlich schon längst an dem Punkt bist, wo du sagst, Basti, ich will eigentlich gar nicht mehr warten. Ich bin vielleicht schon an dem Punkt, wo ich mal versucht habe, mir einen eigenen Online-Shop aufzubauen. Ich will den weiter skalieren oder ich will mir wirklich von null auf eine eigene Brand aufbauen. Dann findest du hier unterhalb des Videos den Zugang zu unserer exklusiven Masterclass. Und dort lernst du eben ganz genau, wie du dir das Ganze aufbaust und finanziell frei wirst. Und das vor allem ohne Risiko und mit Sicherheit. So. Zweiter Punkt, wenn du in Zukunft automatisch mehr von solchen Videos angezeigt bekommen haben möchtest. Bedeutet, YouTube-Algorithmus lernt dazu, alles zum Thema E-Commerce, finanzielle Freiheit, Wohlstand aufbauen, dann einfach hier unterhalb des Videos kurz den Like-Button drücken, weil dann wirst du in Zukunft automatisch mehr von diesen Videos angezeigt bekommen. So, und jetzt der wichtige Punkt. Am Anfang, wenn du anfängst, brauchst du, sage ich mal, 2-3 Monate, dann wirst du ungefähr auf Umsätze von, sage ich mal, 20, 30, 40.000 Euro, je nachdem, wie gut du das Ganze umsetzt, was du von mir lernst, wirst du da hochskalieren. So. Nichtsdestotrotz, es ist immer so eine magische Schwelle, das versuche ich auch allen Teilnehmern von uns zu sagen, dass du einfach mal dahin kommst. Die erste Schwelle sind immer so die 5.000 Euro Gewinn, die du haben sollst. Danach ist es die magische Schwelle von 10.000 Euro. Also wirklich einmal 10.000 Euro reines Einkommen, reinen Gewinn zu haben. Das heißt, ich spreche nicht von Umsatz, sondern von Gewinn. Du kannst dich auch an der Stelle einfach mal fragen, wie sich dein Leben verändert, wenn du zum ersten Mal 10.000 Euro Gewinn im Monat machst, aber halt nicht, indem du dich abrackerst für irgendeinen Arbeitgeber, denn da, ganz ehrlich, schafft es so gut wie keiner. Diese Stellen gibt es einfach nicht. Da sind meistens die Geschäftsinhaber, die Geschäftsführer und so weiter. Aber ja, was verändert sich bei dir, wenn du mal ein fünfstelliges Einkommen hast? So. Und dann kommt erstmal so dieser Freudenmoment, ne? Du wirst auf ein ganz anderes Level katapultiert. Du hast ein ganz anderes Denken, du hast ein ganz anderes Mindset. Und du hast vor allem auch das Selbstbewusstsein entwickelt, was wir auch mit unseren Teilnehmern aufbauen. Ja, ich kann monatlich ein fünfstelliges Einkommen haben. Ich muss nicht wie der Durchschnitt in Deutschland, das Durchschnittsgehalt liegt ungefähr bei 1.900 Euro, du musst nicht mehr für 1.900 Euro arbeiten gehen. So, und jetzt ist aber das Wichtige. Wenn du das Geld einmal verdient hast, dann mach nicht den Schritt und geh gleich in die Selbstständigkeit. Warum? Wenn du eine Brand aufbaust, wenn du davor angestellt warst, Sicherheit aufbauen. Ja, was bedeutet Sicherheit in einer unsicheren Welt? Wenn du dir eine Brand aufbaust, dann halte einen 6-Monats-Zeitraum ein. Was bedeutet das? Machen wir auch mit allen unseren Teilnehmern. Guck dir an, dass innerhalb der nächsten 6 Monate dieser Betrag jeden Monat wieder auf dein Konto kommt und im besten Fall jeden Monat noch mehr wird. Und wenn du das hast, kannst du mal überlegen, wenn du sonst 1.900 Euro verdienst oder ich sage jetzt mal 2.000 Euro im Monat, dann sind das im Jahr roundabout logischerweise 24.000 Euro. Wenn ich jetzt aber, ich sage einfach mal, 10.000 Euro im Monat mache und das über 6 Monate, dann habe ich innerhalb von einem halben Jahr 60.000 Euro verdient, also mehr als das Doppelte, aber in der Hälfte der Zeit und das auch noch täglich mit viel weniger Aufwand. Das heißt, selbst wenn du nach diesen 6 Monaten nichts mehr machen würdest, sollst du natürlich nicht, irgendwann wird auch am Strand rumliegen, Kokosnuss schlürfen, surfen und so weiter. Macht alles Spaß, aber irgendwann wird auch das langweilig. Dann willst du wieder was machen. Du willst dein Business weiter skalieren, du willst weitermachen. Aber allein in einem halben Jahr hast du mehr Geld verdient, als du sonst in 1 bis 2 Jahren Angestelltenverhältnis verdienen würdest. Du könntest rein theoretisch erstmal 1 Jahr lang eine Weltreise machen.
du könntest dein Leben genießen, alle Länder, alles bereisen, was dir überhaupt, was dich interessiert, was dir Spaß macht. Das heißt, du stehst 0,0 unter Druck. Aber guck an, dass es 6 Monate stabil läuft, weil wenn 6 Monate stabil gelaufen ist, dann hast du die Sicherheit. Deine Brand wird immer noch größer. Ich sage immer, das ist wie ein Schneeball. Deine Brand, am Anfang rollst du diesen kleinen Schneeball auf der Wiese, wie ein kleines Kind. Dann hast du immer mehr Schnee auf dem Schneeball, immer mehr Schnee. Und plötzlich wird dieser am Anfang ganz, ganz kleine Schneeball, das war am Anfang dein Online-Shop, der wird immer größer, immer größer. Und was passiert, wenn du irgendwann gefühlt so einen riesengroßen Schneeball hast und dann praktisch ein Abhang kommt und der rollt hier runter, noch schneller, wird noch größer, irgendwann wird eine Lawine draus. Das ist ja auch das, wie in der Natur Lawinen entstehen. Und dann kannst du dich einfach vor Geld nicht mehr retten. Wie ich immer sage, du musst irgendwann das Geld wegschlagen, wenn du eine eigene Marke hast, wenn du keins mehr verdienen möchtest. Du musst es abwehren. Ja? Und das ist der Punkt. Mach's smart, arbeite smart, bau deine Brand smart auf. Dafür musst du ganz genau wissen, welche Produkte du verkaufst, wie du effizientes Marketing machst, wie du deine Werbeanzeigen skalierst, welche Marketing-Channels du auch benutzt. Guck dran, dass du Geld nicht nur mit Neukunden, sondern auch mit Bestandskunden deiner Brand verdienst. Und dann geh verdammt nochmal raus, genieß dein Leben. Du bist dann an keinen Job mehr gebunden. Genieß die Sachen, die dir Spaß machen. Ja, jeder hat unterschiedliche Hobbys. Der eine will nebenbei Maler oder Künstler werden und baut sich ein E-Commerce-Business nur auf, um diese Leidenschaft zusätzlich zu leben. Der andere, wie Teilnehmer von uns, die sind auf Weltreise, genießen Zeit auf Bali, in Thailand, Singapur und so weiter. Der andere sagt, nein, ich will zu Hause bleiben, ich will mein Immobilienportfolio aufbauen. All das geht, wenn du eine Einkommensquelle hast, die dir ein sehr hohes Einkommen bringt und auf der anderen Seite vor allem auch ein sicheres Einkommen bringt. Und in diesem Sinne, wenn du sagst, ja, du möchtest dir genau das Gleiche aufbauen, dann kannst du gerne hier, ich muss gerade gucken, weil ein lauter Motor vorbeigefahren ist, G-Wagon, dann kannst du hier den Link unterhalb des Videos nutzen. Dort findest du den Zugang zur Bewerbung für unsere Masterclass. Dann lernen wir uns erstmal kennen, schauen, ob die Chemie passt, ob das Zwischenmenschliche passt, ob dein Online-Shop wirklich auch die perfekte Lösung für deine persönliche Situation aktuell ist. Und wenn, dann bauen wir das Ganze 1:1 auch für dich auf. Ansonsten hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, schreib mir gerne persönlich auf Instagram. Videowünsche, Fragen kannst du auch unten in die Kommentare reinhauen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Bis dahin, dein Bastian.